Ja, viele tun sich immer noch bei dem Ansatz rund um LN schwer. Schaut doch in die Playlist rein. Ich habe da wirklich viele Beispiele mittlerweile drin. Und es gilt eigentlich wieder mal nur Struktur erkannt, Gefahr gebannt. Ihr seht hier eine Zahl multipliziert mit einem Ausdruck LN von irgendetwas. Das heißt, ich brauche nicht die Produktregel, sonst hätte da ja zum Beispiel stehen müssen 2x mal LN von irgendetwas mit U und V-Teil. Das heißt, f' von x, die 2 bleibt erhalten. Für alle die fragen, warum, Zahlen fallen noch weg. Das war doch die Geschichte plus, was weiß ich, 30. Wenn die Zahl alleine ohne Multiplikation mit sonst irgendwas da steht, dann fällt diese Zahl weg. Hier bleibt die Zahl erhalten. Und jetzt müsste ich im Prinzip, ich schreibe das jetzt mal so hin, ln von dem ganzen Kladderadatsch noch ableiten. Also das hat jetzt nichts mit Stammfunktionen hier zu tun, sondern dieser Ausdruck abgeleitet dahin und dann ist doch alles in Ordnung. Dieser Ausdruck selber, wenn ihr euch den jetzt nur anguckt hier, das ist ln von irgendwas und das ist doch die Geschichte 1 durch das, was im ln steht. Das ist x² minus 1 durch x plus 1 und das Ganze wird noch multipliziert mit der Ableitung vom inneren Teil. Der innere Teil ist x² minus 1 durch x plus 1, aber den bitte noch ableiten. Es sind ein paar Schritte und am besten macht ihr natürlich Nebenrechnungen, wenn man es nicht direkt im Kopf hinkriegt. Nur, ich hoffe, ihr könnt die Schritte nachvollziehen. Nochmal von Anfang kurz. Die Zahl hier plus 30 fällt weg. Die Zahl als konstanter Faktor bleibt erhalten. Ich muss diesen Ausdruck noch ableiten. Ln ist die Geschichte 1 durch das, was innen drin, in Anführungsstrichen, innen drin als innerer Teil steht, multipliziert mit davon die Ableitung und wirklich nur von dem, was innen drin steht. Es ist ja eine Verkettung. Das wiederum ist, oder dafür braucht ihr die Quotientenregel. Ihr habt einen oberen Teil mit Argument, einen unteren Teil mit Argument x. Also U und V oder G und H, was auch immer ihr gerade im Skript stehen habt. Und deshalb mache ich daraus, das hier ist 1 durch einen Bruch. Ich teile durch einen Bruch, indem ich ihn mit dem Kehrwert mal nehme. Eigentlich ganz spaßig, oder? Mal. Und jetzt, ihr macht am besten eine Nebenrechnung, schreibt alles schön auf. Und dann U' mal V minus U, oder wie auch immer ihr ihn dann nennt, mal V'. Achtung, x plus 1 abgeleitet. Hier würde einmal x stehen, also nur 1, durch unterer Teil hoch 2. Jetzt kann man natürlich noch weiter wursteln. Ich könnte hier jetzt wegkürzen. Warum? Hier steht ein Riesenpaket mal diesem Paket und deshalb könnte ich jetzt, weil das wäre ja x plus 1 mal x plus 1, 1 weggekürzt und jetzt noch schön ausmultiplizieren und dann ist der Rest eigentlich ganz easy. Achtet auf Vorzeichen. Na, jetzt mache ich es doch noch zu Ende. Das mal das, das mal das ergibt 2x hoch 2 plus 2x. Das Ganze mal 1 bleibt, aber Achtung, minus x², minus und minus ist plus 1 durch x² minus 1. Und hier könnte ich jetzt noch 2x² minus 1x² ist nur 1x² rechnen. Ja, dann sollte es passen.